Daddy ist zurück. Mit etwas Gruselspaß namens The Bridge Curse Road to Salvation. Ich wünsche euch viel Spaß. Starten wir doch direkt ein neues Spiel. Heute mal wieder mit Kamera. Ich bin noch nicht ganz fit von der Erkältung. Ich habe mir auch noch nicht viel zum Spiel angesehen. Ich dachte mir, oh, mal wieder ein Indie-Horror aus dem asiatischen Raum. Warum nicht? Gab es letzte Mal ein Horrorspiel, das in China oder so gespielt hat, war Siren Blood Curse, was ich gespielt hatte. Oh, ein Brückenflug. Ja. Bridge Curse, natürlich. Wir sind um 10.05 Uhr auf der Brücke zur Probe verabredet. Hast noch 5 Minuten Zeit, mach dich bereit. Wenn wir zu spät zur Probe kommen, müssen aufräumen. Das gilt auch für dich. Ciao. Diejenigen, die anwesend sind, gehen bitte noch einmal den letzten Rechtlein durch. Ein Fehler wäre der Probe und du schuldest uns eine Tasse Bubble Tea. Wow, Boss, du bist unerbittlich, aber bitte erbarm. Verstanden irgendwas? Ah, Camp-Vorschlag. 62. Detailliert ansehen. Camp? Okay. Okay, ja, hier ist, denke ich, nichts Interessantes. Hotsida. Presse L, das Zeichen zu bewegen. Das Zeichen zu bewegen? Ja, wahrscheinlich um zu rennen. Geisterkarte wechseln, okay. Wo muss ich denn hin? Ui. Ha, schön geswiped. Ah. Kann man, ist das ein Xiaomi? Xiaomi-Handy? So, jetzt versuche ich mich aber hier ein bisschen auf das Spiel zu konzentrieren. Ich denke mal, wir müssen so oder so durch die Brücke laufen, ne? Oh. Oh, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das Spiel. Okay. Blutiger Hahn Richtung Stuhl. Ich glaube, diese Legende werden wir noch öfters lesen können. Ist hier Dixies? Drücke A, um dich in einem der, ja, zu verstecken, nehme ich an. Natürlich. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich könnte es bestimmt auf meinem Handy nachlesen. Ich folge einfach. Ah, da ist doch jemand. Die sind hier. Oh, alles in Ordnung bei euch hier? Gegenstände zu interagieren. Okay, das ist aber ganz schön schnell weg, das, diese Anzeige. Das ist schon krass. Oh, ist mit dir alles in Ordnung? Das muss ich den von hinten ansprechen, okay? Jetzt mal die Schulter klopfen. Tatsächlich. Schizzi, nicht plötzlich sprechen. Ich hab mich fast erschrocken. Ich dachte, es sei der. Welcher? Ach, nur der. Musst natürlich schnell lesen, ne? Genau. Schizzi, du gehst jetzt einen Schritt. Willst du den Goldbeutel? Nein, nicht. Kein Problem. Ich kann dich nicht. Ich bin auch nicht so der Sänger von Mantras. Ja, ist auch gut. Ich glaube, man kann das so. Ups. Das war. Ja, die Leute sieht man bestimmt öfters wieder. Schütze, du hast gerade nicht gehört, was du nicht gehört hast. 没有，真的没有。好了啦，学长，你再问下去，本来不知道都要知道了。嗯，废了。抱歉，又要委屈你了。好了，别说这些，我们下面听到。Einmal diese Geheimnisse hier. 怎么了吗？学姐，你来了，刚好5分钟，算得真准。 你要是准备好的话，就先去椅子上坐着。
准备开始预演。Beginne die Probe. So, 准备好了吗？嗯。Verzeihung. Oh. 学长，我还是觉得不太好了。怎么了吗？这里感觉很阴啊，我们在这里搞这些会不会得罪这些好兄弟啊？嗯。可是。不然换我来摇铃铛吧。我妈妈走。谢谢学长，谢谢学长。哇靠，学姐怎么都不怕啊，太猛了吧。安静，开始了。那我觉得。学姐，预演还在进行中，请你不要分心。要是回头了怎么办？怎么，你担心我啊？放心，我很熟流程的，跟你开个玩笑而已，继续咯。Es wäre natürlich komisch, wenn man mit Nachnamen Ciao heißt. Wenn man sich dann verabschiedet hier irgendwo. Wir haben die nur veräppelt. Lauf um dein Leben? Muss ich jetzt echt laufen? Hä? Okay, ich muss wohl scheinbar hier lang. Stecken wir uns mal eben. Die ist aber da hinten. Oh. Jetzt sehe ich sie. Ja, wenn sie nach rechts geht, kann ich ja nach links gehen. Da muss ich mich überhaupt verstecken oder rennt die schneller als ich? Das frage ich mich. Oh, das ist ja eine Puppe. Okay. Oh, das war nicht gut. Lauf! Oh, ich bin zu langsam. Ah, da stand Go in die Richtung, ne? Oh, das ging nicht da, da ging es nicht lang. Yeah. Laufen macht mehr Geräusche als gehen und erregt daher mehr Aufmerksamkeit bei den Geist. Okay. Ja, wir versuchen es erneut, bevor wir zurück ins Hauptmenü gehen. Okidoki. Noch irgendwo eine Toilette? Ja. Ach Mist, jetzt werden wir wieder gepackt. Das heißt, ich muss in die erste Toilette, um dann gucken, wie ich dann da rausgehe, ohne viel Aufmerksamkeit zu erregen, vielleicht. Ich weiß nicht. Ja. So. Binde, mobile Toiletten. Das heißt immer wegrennen, verstecken spielen. So, wollen wir mal.
So, das klappt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wir verstecken uns hier lieber mal kurz. Oh, hier sehe ich ja gar nichts. Ah, so ein Checkpoint fand ich schlecht hier. Schnell rein zu der Toilette. Ah, was ist jetzt los?真的，难怪学姐会被你吓到。哎，说要逼真的是你，现在要嫌我太逼真，学长你很难搞哎。灵儿，学姐，对不起啦，都是我的错。Also sie wollten die eigentlich nur veräppeln, aber irgendwas dabei scheinbar schief gelaufen, wie ich mir schon dachte. 奇怪，当天跑去哪啊？哦，胆小鬼，不知道躲哪去了，快去找他吧。学姐，没事了，我跟上。Hey, wo hast du gesteckt? Das ist meine Frage. Wir konnten dich nirgendwo finden. Ich habe meinen Talisman auf dem Weg verloren, also habe ich... Alle, lasst uns ihm helfen. Warte im Studentenwerksbüro. Tianming, wir kommen zum Büro zurück, wenn wir ihn gefunden haben. Ja, das mit dem Lesen, das ist so, ja. Ist nicht viel Zeit. Ja, im Mandarin geht das auch wahrscheinlich ein bisschen schneller. So, muss ich mich jetzt immer noch verstecken? Frage ich mich. Was zum Henker war das? Warum lassen die mich einfach allein? Es gibt wichtigere Dinge zu tun. Wirklich? Das heißt, wir müssen hier den Weg abklappern, um zu gucken, wo sein Talisman ist? Ich bin wieder richtig erschrocken hier, ey. Ich weiß ja nicht. Oh. Da liegt was. Talisman. Drehtarsicht. Ja, blablabla, Ansicht. Der Talisman sieht neu aus. Auch wenn er noch nie abgenommen wurde. So, zurück zum Städtenwerksbüro. So, macht's gut hier, ihr bösen, bösen Geister. Sichere Ladebalken. Dip, dip. Ziemlich grau hier. Oh, ist die Helligkeit vielleicht zu hell? Ich weiß nicht. Aber eigentlich ging das ja eben ganz gut. Nehmen wir einfach an, dass wir hier rein müssen, ansonsten hätte der Abschub gestatten, es ist keine Zeit hier reinzugehen oder so. Ja? Ich bin ja aber auch ganz allein, du.
So, was haben wir hier? Ticket. 999. Ja, es könnte auch 666 heißen. Hehe. Klassenraum. Ich muss in den IT-Bereich, ja? Wahrscheinlich 2F. Innovationsengineering. Was ist das? Pralinschachtel. Parfüm. Geschenk zum Valentinstag. Ach, hier hoch kann ich gar nicht. Okay. Hallo. Taschenrechner. Was spielen die hier? Sieht aus wie Mario Party oder sowas, ja? Aber mehr Gacha-mäßig. Stift. So. Swipe mal auf. Zurück zum Studentenwerksbüro im IT-Gebäude. Wo ist der Büro? Oh, hier. Ah, sehr schön. Wollen wir mal hier reingehen? Oh, macht Spaß bis jetzt. Also außer, dass ich da viel zu lange gebraucht habe am Anfang. Ja, beruhig dich mal, ich habe dein Talisman doch. 雪地 JD 学姐这个是你的吧学姐你人也太好了吧嗯学长人也很好切哎看你心情好很多了嘛好啦不闹你了差不多该开检讨会议了嗯哦对了<笑> 学姐，你要的资料都已经印好了，就放在那边。哦，好，我知道了。那我准备一下。Warum muss ich eigentlich immer alles alleine machen? Hm? Es fehlen erforderliche Schlüsselgegenstände. Das heißt, ich muss die Sachen hier finden und reinklatschen. Da kannst du natürlich Vorbereitung auf das Treffen. Aber dass man das auch nicht direkt nachlesen kann, was man machen muss. Hier sind Nachrichten. Was haben wir hier? Der Brückenfluch. Anrufen kann man ja auch noch. Hey, Tian Ming Li. Keine Antwort, ist doch hier direkt neben euch. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, wo wir was finden, oder wie verstehe ich das? Kann ich mit euch nicht mehr interagieren? Ich habe es jetzt gerade nicht so genau. Ah, hier. Prüfen. Ah. Post die Note on Tetrapack. Notiz vom Tetrapack. Viele bekannte Online-Streamer traten mutig ein, um den verbotenen Campus herauszufordern. Viele Menschen folgten ihnen. Unerlaubtes Betreten des Geländes bei Nacht. Ein bekannter Online-Streamer nahm versehentlich ein Video des weiblichen Tungo-Geistes vom Brückenfluch auf. Viele Zuschauer erschrecken. Berichtet von Xinhe News. Oder Xinhe, wie auch immer. Der Brückenfluch der Tunghu-Universität ist schon seit langem beliebt. Vor ein paar Tagen betrat ein Online-Streamer den Campus, um diese tabuisierte Zeremonie herauszufordern. Der Streamer drehte mutig den Kopf nach hinten, als er um Mitternacht auf der Treppe ging und seine Schritte zählte. Er nahm ein Video auf dem eine gesmashte weiße Gestalt zu sehen war. Die Zuschauer des Livestreams riefen aus, das war erschreckend. Das Video ging viral. Ah, kann ich verstehen. So, ich
dachte, die Sachen werden alle überall verteilt in der Schule, aber so ist es natürlich einfacher für mich. Data Analyse. Ah, ich hätte das durchlesen können. Was haben wir hier? Budget. Ja, das muss sehr wichtig sein. Warum musst du das nochmal einsammeln? Nee, okay. So. Das war... Oh, das ist natürlich schwierig jetzt, ohne das zu lesen. Aber das hier müsste das sein. Geballte Faust. Ja, dann versuchen wir mal die Faust hier. Da. Vielleicht so. Ne? Nein? Ach komm. Oder habe ich die wieder vertauscht? Oh, endlich. Ich dachte, wenn du eine Schule hast, soll ich nicht die Schule machen? Hä? Schwede, du bist ernst? Ja. Nein. Wer hat die Schule? Die Schule hat sich sehr schwer, dass wir die Nügel-Kau. 你们不是一直想要赢文华吗？ 不是这个问题， 要不然是什么问题？ 好好好好， 你们两个好了啦。 可是学姐， 你刚刚不是被林恩吓到吗？ 你怎么突然变得这么大胆？ 是这样没错， 不过效果很好啊， 对吧？ 可是不好吧？ 对啊。 对？ 够刺激才够真实， 够真实才够吸引人， 对吧？ 哦，对啊。 好， 那我们等一下就这么办。 等一下12点准时加开直播， 就知道宣传效果怎么样了。 如果反应不够好， 我就退出营队， 不干涉你们怎么做了。 好， 大家呢？ 都没有意见吧？ 哎，等等。 可是等一下的仪式谁要走啊？ 又是学姐吗？ 我提议我要学长。 赞成，好，就这么决定了。等一下11点50分桥上集合。嘿，学长，不要赖皮哦，加油！文耀，加油。阿全，你不是不怕吗？不然你替我走嘛，拜托了，拜托。学姐，等一下的直播可以麻烦你吗？ 阿全之前说他那边的摄影机好像故障了。嗯，好，那我要先回宿舍准备一下，晚点见。Ich muss allein ins Wohnheim nach der Kamera gucken, war ja klar. 刚刚那样文耀不会生气吧？ 晚点请他喝杯饮料就没事了。哦，好啊，等营队结束，庆功宴吃什么也给他决定。庆功宴啊。 学长，我在给你护身符， 我阿嬷给我很多。有我多吗？哇，学长你这超厉害的，早就知道会被你们整了。嘿，学长，你要是这么怕的话，读到背后也行，我要被咬就立口了。什么意思啊？不过你这么多护身符，不会护冲哦。学长，其实后同神明的还可以啦，可是不同神明还是尽量不要比较好。 像我以前为了一个朋友，我被我阿嬷骂了一顿，后来我就只带这个。管公可以给他家务哦，我带了之后就看不到那些好兄弟。那你刚刚是在怕什么？Die davor bewahren Geister zu sehen. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. So, ich denke mal, wir müssen hier raus. Aha. In die Richtung? Okay. Das ist natürlich klasse. Wenigstens hat man hier eine Wegbeschreibung. So.
Hier ist zu. Zurück zum Wohnheim, das ist aber ganz schön groß, der Campus hier, ne? Also. Und dann müssen wir auch noch um eine bestimmte Uhrzeit zurück zur Brücke. Interfaktuelle Lehrgebäude. Ich denke mal, hier müssen wir nicht rein. Aber wenigstens konnten wir lesen, was da ist. Dann gehen wir mal hier lang. So. Ist auch alles zugeschlossen. Zugeschlossen. Aber hier ist auch nichts zum Verstecken. Das heißt, hier draußen glaube ich kaum, dass wir auf irgendwas Aggressives treffen. Wir könnten höchstens mal gucken, ob wir hier was aufsammeln können. Eine Flasche oder so. Nein. Aber ist schon ein großer Stuhl, aber ich vergesse, dass das hier in Asien spielt. Oh. Städtenwohnheim. Yay. Oh, da geht's aber auch zur Brücke, oder? Kann man einmal im Kreis laufen. Gut. Dann würde ich doch meinen. Nachrichten. Wir haben neue Nachricht, oder? Ah, da kann man also mal nachlesen. Ich weiß, dass ich bin, stellst wie auch immer. Lass uns auf die Brücke treffen. Übrigens, wenn du nicht da bist, gehe ich direkt in deine Klassenzimmer. Bitte zwinge mich nicht dazu. Aber welche davon war neu? Ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das in der nächsten Folge an, wie es hier weitergeht im Wohnheim. Das sieht schon... Ja, in den Gebäuden selbst sieht das doch alles sehr atmosphärisch und ist ja nicht die beste Grafik, das muss auch nicht sein, aber sieht schon ganz okay aus. Ich freue mich schon auf den nächsten Part, ich hoffe ihr auch. Bis dahin, ciao, ciao.